Frau Professor Dr. Ziegenhain, Sie sind heute als Referentin zu dem Fortbildungsthema elterliche Beziehungskompetenzen stärken eingeladen. Zu diesem Thema fällt immer wieder der Begriff frühe Hilfen. Was sind frühe Hilfen und wo setzt man sie ein? Ja, frühe Hilfen sind lokale, regionale Unterstützungsangebote, die interdisziplinär koordiniert werden. Und das Ziel ist, die Entwicklung von Kindern möglichst früh zu fördern. Und dabei geht es um die ganze Bandbreite von Gesundheitsförderung für alle Kinder und ihre Familien im Frühbereich, also 0 bis 3, bis hin zur Prävention von Kindeswohlgefährdung. Und hier haben die frühen Hilfen eigentlich eine ganz große Chance, weil die Erfahrung in unserer Praxis zeigt, dass lange bevor gegebenenfalls dann auch mal so eine familiäre Situation entgleist und ein Kind wirklich massiv gefährdet ist, ganz viele Familien in diesen Situationen vorher Kontakte mit unterschiedlichen Helfern in unterschiedlichen Systemen haben und hier einfach Ansatzmöglichkeiten sind, früh zu unterstützen und früh zu fördern. Und das, finde ich, ist die Chance von frühen Hilfen. Eine persönliche Frage noch. Was ist Ihr wichtigstes Anliegen für die heutige Veranstaltung? Mein wichtiges Anliegen ist, innerhalb in diesem Bereich früher Hilfen nochmal die Bedeutung der Förderung elterlicher Beziehungs- und Erziehungskompetenzen zu betonen und herauszuheben, weil das in den frühen Hilfen ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist, früh zu helfen, die Förderung von Bindung, von Feinfühligkeit von Eltern ist tatsächlich etwas, was wir immer im Zusammenhang mit auch schwierigen Situationen sehen, und das ist etwas, was wir sehr früh auch in Beziehungen, in Interaktionen zwischen Eltern und Kindern sehen können, und zwar lange bevor häufig, bevor jetzt Verhaltensauffälligkeiten da sind, bevor vielleicht auch eine Gefährdungssituation da ist. Und hier sehe ich eine ganz große Chance, sehr früh nicht stigmatisierend einfach Familien anzusprechen und zu helfen. Grüß Gott, Herr Fleschhut. Schön, dass Sie heute da sind bei unserer Veranstaltung Elterliche Erziehungskompetenzen stärken. Welche Rolle spielt denn die KOKI im Rahmen dieser Veranstaltung? Also der Kinderschutz, Kinder, auch Betreuung und vieles mehr ist natürlich ein ganz zentrales Thema. Und da muss auch die Rolle der Eltern stark im Mittelpunkt stehen. Da gibt es viele Möglichkeiten und Angebote, und sich gerade auf die Eltern, die eine zentrale Verpflichtung haben, aber natürlich das auch gerne leisten wollen, die Kinder möglichst zu schützen, auch sie zu bewahren vor verschiedenen Entwicklungen, negativen Entwicklungen. Aber manchmal brauchen sie Anleitung und auch Hilfe. Sind junge Eltern, Alleinerziehende zum Beispiel, wirtschaftliche, soziale Schwierigkeiten. Und da hat die KOKI, die koordinierende Kinderschutzstelle, einfach präventive Angebote, Rückenstärkung, Vernetzung, vieles mehr. Und deswegen ist sie so wertvoll. Herzlichen Dank. Eine andere Frage, wir sehen es hier, es gibt einen Markt der Möglichkeiten heute. Was erwartet die Teilnehmer, wenn sie sich jetzt hier bei diesem Markt der Möglichkeiten informieren? Also das ist so ein Angebot, wie es die Eltern, wie es andere Beteiligte auch sonst brauchen. Die Vernetzung spielt ja eine große Rolle. Die KOKI ist ja auch eine Stelle, die man fragen kann. Wo kann ich mich hinwenden? Wer kann mir helfen? Und hier sind einige Stellen eingeladen und auch da, die man dann letztlich auch im richtigen Leben dann ansprechen kann. Die Vernetzung spielt eine ganz große Rolle. Die Kinderärzte, die Hebammen, Erziehungsberatungsstellen und vieles mehr. Und das ist deswegen eine, finde ich, sehr gute Idee, dass die heute auch weitgehend hier sind, sich vorstellen können, man Vertrauen aufbauen kann, sich kennenlernen kann, wo man dann auch weiß, auch von den Fachleuten letztlich, wo geht's hin und wer kann den Eltern und damit aber den Kindern, unsere Zukunft letztlich, wer kann ihnen helfen? Vielen Dank. Also Vernetzung und Beratung als zwei wesentliche Elemente hier. Herzlichen Dank.